erfolgreiches, glückliches, schönes Jahr 2023. Frohes neues Jahr. Was hast du dir vorgenommen für das Jahr 2023? Frohes neues Jahr an alle. Das ist Gesundheit. Gesundheit, das Liebste, alles, was ich kann, erreichen Leben. Und ich hoffe, dass es, wir können das eine Top 23 Jahre, ein sehr erfolgreiches Jahr haben und dann alle gesund bleiben. Dann, ich glaube, das wird schon sehr, sehr gut. Wie war die Pause? Wie war Weihnachten? Warst du in der Heimat? Nein, wir waren nicht in Heimat. Wir haben hier in Europa geblieben. Das war sehr gut. Wir haben gut genossen. Das war eine gute Zeit. Dann jetzt wieder los. Und das erste Training? War gut? Oh, das war schon gut. Es ist immer anstrengend, das erste Training zu haben. Dann direkt mit dem Ball. Das Kopf ist immer noch nicht so bereit. Aber langsam, wir gehen nach vorne. Cool. Gutes Neues. Erstmal ja? Gutes Neues. Ja. Wie war die Pause? Schön, ja. Schön. Weihnachten, Silvester, bisschen die Feiertage genossen mit meiner Familie. Es war sehr schön. Warst du zu Hause oder irgendwo in der Ferne? Ich war erstmal zu Hause mit Weihnachten, mit der Familie. Ich war ja lange in Katar, lange meine Kinder nicht gesehen. Also das war erstmal schön, da wieder ein bisschen zu spielen und das zu genießen. Und da waren wir noch 3-4 Tage kurz weg nach New York. Oh, New York? Das glaube ich. Auch über den Jahreswechsel? Ja. Da, also am ersten Abend zurückgeflogen. Und es war sehr schön, war das erste Mal für mich. Das war schön zu erleben. Und jetzt, Pascal hat euch geknechtet. Guck dich mal an. Wer soll das denn sauber kriegen? Ja, ich hoffe die kriegen das sauber. Aber das Wetter ist schön. Die Plätze sind ein bisschen rutschig. Aber wir freuen uns wieder hier zu sein. Und wir können aber auch uns freuen auf das Trainingslager, weil da wird das Wetter noch ein bisschen besser sein. Deswegen, schön wieder zu starten. Dann frohes Schaffen. Danke. Fragen wir direkt mal bei Yannick nach. Das erste Linienspiel 2023. Wie ist es ausgegangen hier? Ja, ich habe zu viele Revanchen zugelassen. Deswegen, ich habe nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Heißt nicht zufrieden? Nee, nach meinem Start. Ich habe sehr deutlich geführt und dann habe ich mir noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Uff, das tut weh zum Start. Wie war denn das erste Training? War das denn wenigstens in Ordnung? Ja, ich war auf jeden Fall im Siegerteam. Deswegen, da habe ich mir das Selbstvertrauen geholt, jetzt fürs neue Jahr auch. Und der Jahreswechsel und Weihnachten, wie hast du die verbracht? Ja, ganz entspannt. Also Weihnachten sogar in Wolfsburg, meiner Familie, meiner Freundin, ihrer Familie. Und Silvester in Köln. In Köln? Schön gekracht? Ja, privat, beim Freund zu Hause, hat was veranstaltet, war auch entspannt. Und jetzt Trainingslager steht an. Freust du dich drauf oder sagst du dir, ey, das ist das 37. Immer das Gleiche? Ja, so die Reise und so ist natürlich immer anstrengend, aber ich glaube jetzt ein bisschen, oder ein schönes Wetter genießen, hart arbeiten, aber vielleicht ein bisschen auch am Tag arbeiten. Das kann man dann auch schon. Das klappt doch bei dir nicht, wissen wir das. Das klappt nicht, aber ich probiere es immer wieder aufs Neue. Dann gutes Gelingen und Lichtschutzfaktor 30 aber. Ja, ich habe sogar 50. Besser ist. Ja.